Und atme aus. Komm Wirbel für Wirbel nach oben. Versuch mehr Hüftextension jedes Mal. Und roll nochmal ab. Genau. Und schau, dass das Standbein einfach hier auch noch eine schöne Dehnung hat. Das Becken ist absolut stabil. Und dann gehen Plantarflexion. Und wieder zurück. Und ein, zwei noch. Und aus. Und ein. Letztes Mal. Und aus. Und ein. Und jetzt beim nächsten Mal bleib unten. Atme aus. Geh runter. Bleib da. Jawohl. Und jetzt möchte ich, dass ihr noch 10-mal nur den Ellenbogen beugt und streckt. Auch das ist schwieriger, als es aussieht, weil man muss hier absolut in der Schulterstabilisation drin bleiben.